hätte gedacht, dass das funktioniert hätte können. Gut. Hilft uns jetzt noch nichts weiter. Wie ich da aber auch immer dran komme, ne? Forschung. Gut. Das ist gut, das ist gut. Brauche ich nicht. Okay, haben wir noch genug. Ja, das wollte ich nicht so nett. So, hacken. Oh. Gut. Was haben wir denn jetzt? Pistole. Ah ja. Personenkugeln. Okay, hier sind wir wieder raus. So, dann haben wir ja hier alles. Dann können wir ja auch wieder zurückgehen, wa? Ja, gehen wir mal wieder zurück. Hier hätten wir ja, glaube ich, auch alles. Ja, ich weiß, wie es lang geht. So, gucken wir mal kurz, wo wir jetzt hier überhaupt sind. Danke, danke, danke. So. Hier müssen wir auch noch rein. Diese Tannenbaum ist nicht das, wofür du sie hältst. Ein barmherziges Arbeiter, oder wie? Pustekuchen, das merkst du doch wohl genug. Ich habe wirklich schon viel erlebt. Aber wenn man den Zweiten Weltkrieg und Rapture ohne einen einzigen Kratzer überlebt, dann muss man mehr als nur Schutzengel und Zwingel haben. Na, siehst du noch. Dass der so fies ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Technik. Fontaine ist in Rapture sozusagen zum schwarzen Mann geworden. Seine Macht beruht auf einem Mythos. Aber hinter seiner Hokuspokus-Fassade steckt ein ganz gewöhnlicher Betrüger. Und wie alle Betrüger. Hat er Angst, dass sich am Ende der Spieß umdrehen könnte. Deswegen ließ er Charge Nummer 192 entwickeln. Das Gegenmittel zum Mental Control Plasmid. Fontaine hat gesagt, dass ich niemandem davon erzählen soll. Nicht mal Tannenbaum. Und Su Chong wird sich wohl daran halten. Warte mal, einen Augenblick. Da ist schon wieder dieses Mittel. Das haben wir doch in Fontaines Wohnung gesehen. In Sushongs Labor finden wir es sicher auch. Okay, Freunde. Moment, wollen wir da lang gehen? Hier waren wir ja schon. Ich sehe dich wirklich ungern, so Kleiner. Mensch, ich war bei deiner Geburt dabei, Teufel nochmal. Hattest du schon mal einen Hund, den du einschläfern lassen musstest? Das bricht einem das Herz.
all die Jahre geglaubt, dass wir Fortschritte machen. Scannerboxen, Elektroschocks, was für eine Zeitverschwendung. Bevor es Adam gab, konnte man ein Kind nicht besser abrichten als eine Boa Constrictor. Heute bekommt Su Shong von Fontaine eine Lebensgeschichte geliefert, die in das Gehirn des Kindes eingespeichert wird. Das Kind ist kein Mensch, sondern eine... Ich kann deinen Flügelschlag in meinem Zuhause hören. Flatter, flatter, flatter. Komm ins Licht, kleine Motte. Komm her. Keine Ahnung, was ich jetzt da getrunken habe. Aber es hat mir anscheinend nicht geschädigt. So. Ich hab keine Ahnung, was ich da trinke. Ich bin Santa Cohen, verflucht nochmal! Das ist doch schön. Danke. Danke, 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 danke. Vielen Dank für die Blume. So, Freunde. Oh. Schön. Etwas Erholung. So, hier ist etwas Interessantes drin. Normale Bolzen. Irgendwie schon gedacht, Freunde. Oh, hier laden wir nochmal nach. Okay. Haben wir also genug. Sehr schön. Das Essen, danke schön. Danke, danke, danke. So, wir haben hier alles. Lass mal kurz herauszoomen. Da müssen wir noch hin. Da, also, da. Gut, da muss irgendwo hingehen. Und dann haben wir alles hier und dann geht's hier zum Ziel, wo wir auch schon waren. Okay, dann heißt, wir müssen noch einmal hier hin irgendwie. Hier hin wahrscheinlich. Ja. Was ist das denn schon wieder hier für eine Scheiße? Oh. Waffen-Upgrade, Armbrust. Schadensteigerung, schon nice. Magazinerweiterung, das wäre auch geil, aber brauchen wir eigentlich gar nicht. Rückschuss brauchen wir auch nicht. Armbrust, Schadensteigerung. Ja, Splittergranaten können wir immer gut gebrauchen. Mal laden wir mal kurz nach, falls mal was sein sollte, Freunde. Man weiß es ja nicht. Nice, 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 nice. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir, ey. Ich glaube, das ist nichts Gutes, was wir da trinken. Aber warten wir ab. Anscheinend ist es ja alt. Oder was auch immer. Verbandskisten. Wir haben auch nicht mehr allzu viel Life, muss ich sagen. Können wir die durchsuchen eigentlich? Okay. So, da haben wir noch ein bisschen MG-Muni. Mit dem Monopol.
Kilometer tiefer auf dem Grund des Atlantiks liegen. Also einen ganz schönen Vorsprung. Wait, what? Warte mal kurz, muss ich jetzt nochmal mit diesem schwulen Aufzug fahren? Ja, ich glaube. Du rennst ja wie ein Mädchen! Willst du dich mit mir anlegen? Kein Platz mehr! Okay, dann nehmen wir erstmal die Munition wieder hier. So, dann tun wir mal speichern. Sind wir hier richtig? Ja, sehr schön. Nehmen wir mal wieder den Elektro-Bolt. Zum Glück haben wir hier alles schon gesäubert. Aha. Jawohl, das Präparat wirkt. Die Auswirkungen der mentalen Manipulation sind verschwunden. Es gibt aber sicher Nebenwirkungen. Such den nächsten Plasmidautomaten, dann können wir die Schäden analysieren. Versuch 192 hatte eine Nebenwirkung. Deine Plasmide sind instabil geworden. Du kannst derzeit nicht darüber bestimmen, welches Plasmid installiert ist. Mhm. Naja. Die Charge Nummer 192 hat deine gesamte Plasmidstruktur neu geordnet. Ich hätte wissen sollen, dass du eine größere Dosis brauchst. Du musst dir noch eine weitere Dosis verabreichen, um die Auswirkungen vollständig zu neutralisieren. Jetzt zu Chance Lavoie in den Artemis Suites. Dort findest du ohne Zweifel mehr von der Charge Nummer 192. Alter, WTF, Alter. Eine zweite Dosis. Na, ich lasse euch einfach mal in der Ruhe, ne? Wo ist das Ziel jetzt? Da. Ja, gut. Meiner. Kommt der jetzt noch mit? Was zielt, Dummy? Was ist denn das jetzt? Lol, was? Ach so. Das ist niedlich, wirklich niedlich. Was ein Scheiße. Okay, aber krasser Scheiß, ey. Was ist hier abgeht?